Hallo YouTube, willkommen zu einem Video hier bei Gavatrons. Heute mache ich ein etwas größeres Anime-Unboxing und zwar 7 Stück müssten es genau sein. Die habe ich mir nicht alle auf einmal gekauft, sondern gesammelt und dachte mir, jetzt packe ich die mal alle in ein Video aus. Die Lichtverhältnisse sollten hoffentlich in Ordnung sein. Es wird schon was dunkel draußen und ich habe ja nur eine Lampe an der Decke hängen. Ich hoffe, es reicht. Ihr könnt das Video aber auch zur Not auf 720p gucken. Ich würde sagen, wir fangen mal an mit Bardock Scramble. Der ist schon teilweise offen, weil eben habe ich das schon mal gedreht und dann hat sich die Kamera aufgehangen. Und ja, deswegen ist die Folie schon hier offen. Also mach es nochmal für euch. Ja, ist ab 16 Jahren freigegeben und ist eine Trilogie. Den dritten Teil habe ich ja mal ausgepackt und auch ein Video dazu gemacht. Kann ich euch ja mal in der Beschreibung verlinken, das Video. Und ich fand den dritten Teil ganz gut, aber ich hatte eben nicht komplett das Bild vom Schirm, weil ich nicht wusste, warum überhaupt alles so ist, wie es dann im dritten Teil ist. Das ist der erste Teil. Die gibt es auch alle drei auf Blu-ray, die Teile. Und das ist Roomba Lott. Die wurde ja umgebracht, glaube ich, im ersten Teil hier schon. Und die will halt Rache. Warum das dann so ist, erfahrt ihr dann in der Trilogie. Wie gesagt, gibt es alle drei Teile auf DVD und Blu-ray. Und hier sind dann Special Features, Interview mit dem Regisseur Susumu Kudo, Interview mit dem Produzenten Gu Nakanishi, Interview mit dem Produzenten Hiroyuki Shimizu. Laufzeit des Hauptfilms sind 66 Minuten, Laufzeit Bonusmaterial 45 Minuten, Bild ist 1,7,1 oder 16 zu 9, Ton ist Deutsch und Japanisch Dolby Digital 5.1, Untertitel Deutsch, Regionalcode 2 und das machen wir jetzt einfach mal auf. Wir haben ein Wendecover, der Anime wurde übrigens von Universum Anime hier vertrieben oder an Universum Film. Die Disc sieht aus wie das Cover, dann haben wir hier noch Werbung von Animax. Den Sender habe ich leider nicht, aber ich werde ihn mir auch jetzt nicht holen, weil ich jetzt nicht Sky für einen Sender abonnieren möchte. So, das war Volume 1. Dann haben wir hier Volume 2. Ist auch ab 16 Jahren freigegeben und das ist Madox Gamble, The Second Combustion. Und ja, habe ich auch schon mal ein bisschen vorbereitet, die Folie. Ich hoffe, die Kamera hängt sich jetzt nicht wieder auf. So, da haben wir als Special Feature die Filmpremiere, Pokerturnier des Filmteams, Original-TV-Spots und Trailer, Laufzeit Hauptfilm 63 Minuten, Laufzeit Bonusmaterial 65 Minuten, Bild ist wieder 1,78,1, 16 oder 16 zu 9, Ton ist Deutsch und Japanisch Dolby Digital 5.1, Untertitel Deutsch und Regionalcode 2. Ja, das geht dann hier weiter, das ist die zweite Volume und auch wieder ein Wendecover und dann die Disc hier. Ist genauso wieder. Also ich fand den dritten Teil gar nicht mal so schlecht, muss ich sagen. Und ich freue mich jetzt, dass ich mir die Trilogie ganz ansehen kann. So, dann fangen wir hier mal weiter an. Dann haben wir Submarine 707 Revolution, der Film. Es gab doch mal so einen Animationsfilm mit so einem U-Boot, meine ich. Den habe ich mir ganz günstig mal gekauft. Das ist eine Kurzserie, die soll nicht sehr lang sein. Steht aber komplett zu sagen, ich glaube, es sind 2 Folgen. Und es geht hier halt um so ein, ja, Marine-Abenteuer wohl anscheinend, das unter Wasser spielt. Warum ich den Anime wirklich gekauft habe, war halt, dass der Regisseur, der auch Fullmetal Alchemist hier mitgemacht hat, produziert hat, mitgemacht hat. Und sieht auch nett aus. Und ich dachte mir, nehme ich einfach mal mit. Auch die Charaktere, das kann man es leider nicht sehen in dem Licht, aber sieht auch vom Zeichenstil ganz nett aus. Für die 2 Episoden, Dauer sind 100 Minuten, Audio ist Deutsch 5.1 oder 2.0 und Japanisch 5.1. Untertitel Deutsch. Extra sind Staff Interview, 3D-CG-Demo, Breakout Arts, Art Galerie, Credits und Openings, Endings und Endings, Kinotrailer, Vorschautrailer, Vorschautrailer 2. Ja, und war vom Panini Anime vertrieben worden und ist ab 5 Jahren freigegeben worden. So sieht das Cover aus. Also vom Zeichenstil finde ich den Anime ganz nett. Hier haben wir noch ein Bild im Hintergrund mit so einem U-Boot. Ich hoffe, man erkennt es. Leider nicht. Da muss ich es so machen. Auf den bin ich echt mal gespannt. Der hat mir am meisten zugesagt. Dann haben wir hier einen Animationsfilm zwar, aber der ist ja auch eigentlich ein Anime und zwar Astro Boy. Der gehört ja ins Universum da auf jeden Fall zu. Den Animationsfilm habe ich mal auf Super RTL vor einiger Zeit gesehen, kann auch letztes Jahr gewesen sein. Der war nett, aber ich habe nur 3 Euro für den Film bezahlt und da dachte ich, nimmst du nicht mal mit, ist von Concord Film. Laufzeit, wo haben wir denn die Laufzeit und alles? Hier steht Bild 2,5.1 oder 16 zu 9, Ton Deutsch DDS Dolby Digital 5.1 oder Englisch Dolby Digital 5.1. Untertitel sind Deutsch, ausblendbar, Ländercode 2.
Laufzeit des Hauptfilms 40 Minuten, Bonus 40 Minuten, Genre Anime, Originaltitel Astro Boy, ja. Und extra haben wir hier noch dreiteilige Making-of, Entstehung des Helden, das Design von Metro City im Aufnahmestudio, vier animierte Bildergalerien, Feature der Astro Boy Log, zwei zusätzliche Astro Boy Szenen, Astro Boy gegen den Schrottplatzpiraten, die RRF, der neue Recruit-Wendecover. Also eine Menge. Und ja, ich hoffe, man erkennt alles. Das macht mich gerade ein bisschen nervös. Ich muss mich wieder beruhigen und dann ist alles gut. 6 Jahren freigegeben und hat auch ein Wendecover, das ist nicht immer gut. Hat man nicht mehr so oft. Und die Disc sieht anders aus als das Cover. So, dann haben wir hier Phantom the Animation. Der ist von OVA Films noch, oder? Ne, das war ein OVA Film, so war das. Von ACOG müsste der sein. Ne, OVA Films war es doch gewesen. Und ist eine OVA Serie, genau. Ich habe keine Ahnung, was es da wirklich geht. Also, ich weiß nur, dass da ein Charakter nach LA geht und da vor ihm direkt drei Leute erschossen werden. Und mehr weiß ich nicht. Hier steht noch knallharte, kompromisslose Action, Phantom the Animation, die dreiteilige OVA nach dem Kult-Game Phantom. Kennt einer das Game? Phantom of Inferno ist komplett auf DVD enthalten. DVD-Features sind Dolby Digital 5.1 Deutsch, Dolby Digital 2.0 Japanisch, Untertitel Deutsch und Laufzeit 90 Minuten. Ist von OVA Films und aus dem Jahre 2008. Ich kann euch auch nicht sagen, ob es den auf Blu-ray gibt oder Astro Boy. Ich glaube, Astro Boy gibt es auf Blu-ray, den weiß ich wieder nicht. Müsst ihr dann selber kontrollieren. Machen wir doch einfach mal auf. Ich hoffe, ich habe noch Zeit. So, von den Zeichenstil der Figuren finde ich es eigentlich ganz nett, muss ich sagen. Oh, wir haben ja noch Werbung. Dann haben wir hier ein Wendecover, kann man ja sagen. Oder ist es ein eher eine Charakterbeschreibung? Und die Disc, wie die dasselbe ist wie auf dem Cover. Und der Anime ist ab 16 Jahren freigegeben. So, hier haben wir Werbung aus den Jahren 7, genau. 2007, 2008. Leider gibt es die OVA-Films nicht mehr. Der Basilisk. Ich mag das immer so alte, ja, Werbungen zu gucken. Black Cat, habe ich auch noch nicht. Black Jack, ich glaube, der ist bestimmt teuer. Frodo Corsair, den habe ich. Wie ich auch den habe, ganz. In diesen Bluthüllen. Ich weiß nicht, ob ja das auf Blu-ray auch so ist, aber bei den alten DVD-Editionen hatten die Covers so Blut in den Covers. War gut gemacht, das konntest du auch so bewegen. Ja, Hellsing, absoluter. Geiler Anime, habe ich auch. Hellsing Ultimate OVA ist ja jetzt auf Blu-ray erschienen. Ich weiß jetzt aber nicht, ob da alle, auch die Folgen, die damals nicht auf DVD erschienen sind. Hinitori habe ich auch. Ich muss mal einen kurzen Schnitt machen, weil wir schon nur noch 9 Sekunden haben. Also bis gleich. So, da bin ich wieder und dann geht es gleich weiter. Den kenne ich. Kenne ich den? Habe ich den? Ne, den habe ich nicht. Ich habe mir Dings letztens gekauft. Roman Yui habe ich mir gekauft, genau. Der sieht aber auch ganz nett aus. Moon Soldier, den habe ich. Den habe ich auch. Auch ein netter Anime, muss man sagen. Soltirei. Hier, ach, das ist immer noch Soltirei. Speedcramper, ich glaube, den habe ich sogar. Müsste ich nochmal gucken. Trinity Blood. War für mich doch ein bisschen eine Enttäuschung. Ich fand den damals, ich glaube, eine Animania war eine Folge drauf. Da fand ich das richtig cool, auch vom Look her. Und dann war es doch nicht so gut, wie ich dachte. Wolf's Rain dagegen mag ich sehr gerne. Habe ich auch auf ProSieben Max gerne geguckt wieder. Wolf's Rain ist echt ein toller Anime. Der Akira habe ich auch. Planet of the Beast King habe ich auch. Ja, und hier haben wir Werbung von der Animania mit zwei hübschen Anime-Girls. So, das war das auch schon. Tun wir das mal wieder weg. Kommen wir zum letzten und zwar zu Samurai Gun von ADV Films. Ab 16 Jahren freigegeben. Das ist eine Komplettserie, habe ich nicht gesehen. Aber was ich gelesen habe, hier steht noch: Willkommen im wilden Osten. Ich musste gerade an das Lied denken: Der wilde, wilde Westen. Es geht halt darum, dass da irgendwie Samurai sich zusammentun, gegen, also so eine Bande werden und gegen die neuen Techniken und Waffen kämpfen. Wo sind da anscheinend. Ja, irgendwelche Führer, die da halb auf die Zukunft setzen, halb Waffen einsetzen und halb die Samurais
wegen ihrer Tradition und sowas noch halt dafür kämpfen wollen. Praktisch wie das der letzte Samurai mit Tom Cruise wahrscheinlich, ich weiß es ja nicht genau. Hier steht, erlebe alle 12 Episoden und die Bonus-Episoden sowie alle extra der fantastischen kompletten Vierer-DVD-Collection. Laufzeit sind 325 Minuten, Bildformat ist 4 zu 3, Regionalcode 2, Ton Deutsch und Englisch, Dolby Digital 5.1, Japanisch 2.0, Untertitel Deutsch und Englisch. DVD-Features sind Episoden 1 bis 12 plus Bonus, Intro-Animation, Outro-Animation, Produktionsskizzen, oh Gott, Illustration, jetzt krieg's nicht mehr ausgesprochen, jetzt habe ich einen Wurm in der Zunge. Ist Illustrationen irgendwie so. Und mehr von ADV-Films. Kennt ihr das, wenn ihr mal einen Wurm auf der Zunge hat, dann geht das nicht mehr. Ja, den Anime kannte ich auch nicht. Habe ich einfach mal mitgenommen, wie ich viele Animes hier gar nicht kannte. Animes, ich sage immer Animes. Animes heißt es ja. So eine Hülle bestimmt, wo alle DVDs einfach lose drin sind. Oh, wir haben ein Booklet. So, holen wir das doch mal raus. Hier haben wir dann die DVD-One. Anscheinend könnt ihr euch auch die englische kaufen, weil hier das englische Symbol drauf ist. Dann haben wir hier Volume 2 und Volume 3 und Volume 5. Und hat auch einen Wendekörper. Gucken wir uns noch das Booklet an. Ja, ich habe keine Ahnung, sieht aber irgendwie gut aus. Habe ich auch schon länger in der Sammlung. So, haben wir noch ein kleines Poster in dem Booklet. Könnte wirklich gut sein. Wenn ihr den Anime gesehen habt, könnt ihr mir ja mal sagen, ob er gut ist oder nicht. Anschauen werde ich mir auf jeden Fall. Und den Aufkleber kann ich zum Glück abmachen. So, das war mein Unboxing. Also Madox Scramble, der dritte hatte mir ja gefallen. Und ich denke, Volume 1 und 2 wären mir auch gut gefallen. Astro Boy war okay für einen Animationsfilm. Auf den freue ich mich echt auf Submarine. Und ich meine, der hat was. Es gab schon mal so einen Animationsfilm von Submarine, den habe ich auch. Der war auch von OVA Films. Ob das zusammenhängt, ich denke mal schon. Auf Fenton freue ich mich und auf Samurai Gun freue ich mich. Also ich denke, die werden okay sein. Schlecht werden sie bestimmt nicht sein. Ihr könnt mir ja mal sagen, ob ihr Phantom The Animation schon mal gesehen habt oder die Samurai Gun Serie oder ob ihr den auch kennt, diesen Submarine 707 Revolution, der Film. Ja, ansonsten bedanke ich mich, dass ihr euch Zeit genommen habt für mein Video. Ist etwas lang geworden, tut mir leid und ich hoffe, die Lichtverhältnisse sind in Ordnung, aber ich kann halt nicht dem Wetter befehlen, es soll mir Sonne geben, gerade im Dezember nicht. Ja, wie gesagt, ich bedanke mich und würde mich über eure Kommentare und Bewertungen freuen. Wir sehen uns im nächsten Video und sagt mir bitte, ob ihr einen von den Animes gesehen habt und wie ihr die findet. Ich freue mich auf jeden Fall auf die zwei und auf diesen Submarine sehr und auf Scramble. Den habe ich ja schon gesehen, der ist in Ordnung für kleines Geld. Aber ja, das war's dann erstmal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!